Willkommen zurück zu Terranigma. Die zweite Aufnahmesession in dem Falle. Und wir gehen dann mal nach Kryptha zurück. Und da wir jetzt alle fünf Türme gemacht haben, dürften hier auch keine Lebewesen mehr versteinert sein. Ich werde jetzt allerdings erstmal zu Melina gehen. Hallöchen, Melina. Na? Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Ja, ist okay. Bet mal für mich. Ich werde, wie gesagt, erstmal zu Melina gehen. Das haben wir jetzt gemacht. Und dann gehen wir mal zum Weisen des Dorfes. So. Sehr schön. La, la. La, la, la. Foxy, du hattest Erfolg. Moment. Falsche Stimme. Foxy, du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wieder. Kehr der Kontinente, jedes einzelnen Turms. Doch nur das Land ist neu auferstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Foxy, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Yep. Alles klar, Leute. Wir möchten jetzt allerdings trotzdem erst nochmal kurz zu Melina gehen, damit ich euch wirklich alles zeigen kann. Ich habe mir was überlegt. Ich werde das Projekt erst dann hochladen, wie gesagt, wenn ich echt viel vorproduziert habe. Davon. Und auch echt viel. Nein, bitte komm nicht herein. Foxy, es tut mir leid. Ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten. Aber mir ist... Ich weiß nicht warum. Aber ich muss weinen. Eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Oh, Melina. Es tut mir voll leid, ne? Dass ich dich jetzt verlassen muss. So, ich werde das Projekt erst dann hochladen, wenn ich genug davon vorproduziert habe. Das heißt auch gerendert und geschnitten. Was heißt geschnitten? Schneiden werde ich da wohl nicht viel dran. Und guck mal, jetzt ist hier was erschienen. Guckt mal hier. Der Erdspalt. So, und wir schauen uns hier erst nochmal kurz um. Könnte noch ein Kristall da sein. Ist aber keiner. Und dieser Erdspalt, er ist echt... Das sieht schon echt episch aus, ne? Und es kann sein, dass es dann halt drei Videos am Tag gibt, weil ich dieses Projekt... Ups, bin ich rausgelaufen. Weil ich dieses Projekt täglich bringen möchte. Und zwar von Anfang bis Ende. Und zwar abends um, ich nehme mal an, 18, 19 Uhr. Wenn bis dahin noch mein Faction läuft, ich weiß es nicht, ob mein Faction jetzt noch läuft. Aber wir können ja gerne mal über mein Faction reden. Dieser Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte, reich an Tieren und Pflanzen. Doch alles Leben verschwand und zurück blieb nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wiederbeleben. Unglaublich. Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Höre meine Worte. Foxy, begib dich zur Oberwelt und versuche sie zu retten. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? So soll es sein. Kehre zurück, wenn du dich ausgerüstet hast. Ja, ich bin aber bereit. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ja, das hast du mir alles schon erzählt. So. Unglaublich. Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Wartet, wir gehen erst nochmal ins Dorf. Ich will mal gucken, ob es da einen Shop gibt. Weil wenn ja, können wir mal gucken, ob es da vielleicht eine bessere Waffe gibt. Weil in der Oberwelt regeneriert unser Stab uns nicht mehr. Das heißt, der nützt uns im Endeffekt nicht mehr viel. Oh, ich liebe diese Musik beim Händler, ne? Die Händlermusik ist immer noch die tollste. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Das macht down, aber das ist besser. Willst du das? Ja, danke.
Und dann würde ich mir gerne mal direkt 9 Knollen holen. Danke. Und von den kleinen Knollen auch 9 Stück. Damit wir gut ausgerüstet sind. Dann gehen wir mal kurz in die Kiste rein und rüsten uns mit der Wunderknolle aus. Und dann gehen wir kurz hier rüber. La, 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 la. Nimm den Hexagonstab. Sehr schön. Jetzt weiß ich wieder, wo es den Stab gab. So. Und ihr werdet das auch sehen. Wartet mal, ne? Hier war Rennen, genau. Ihr werdet das auch sehen, dass die Stäbe eben auch dann anders aussehen. So, aber jetzt geht's endlich los, liebe Freunde, mit dem Hauptspiel. Das war jetzt eigentlich alles nur Tutorial, was wir gemacht haben, wenn ihr so wollt, aber trotz alledem auch schon sehr storylastig. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean. Bla 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 bla. Das haben wir alles schon gelesen. Höre meine Worte. Begib dich zur Oberwelt und versuche sie zu retten. Dort angelangt, bla. Bist du bereit? Ja. Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine KP aufzufüllen. Setz deine Heilknollen weise ein. Auf diese Weise ist dir ein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge und du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte. Geh nun. Okay. Kapitel 2. Fauna und Flora. Ich freue mich ja jetzt schon auf Kapitel 4, Leute. Sorry. Kapitel 2 ist allerdings auch recht schnell durchgespielt. Oh, Portal. Was? Was ist geschehen? Langsam öffnet Foxy die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Ich bin an meinem Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft, kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Klage nicht, mein Freund! Lass uns nachdenken! Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Ja, Fluffy. Also, das ist übrigens der Erdspalt, ne? Es ist ein Erdspalt, also der ist zu. Der wird sich irgendwann aber auch mal wieder öffnen. Keine Sorge, Leute. Wir speichern jetzt hier an dieser Stelle mal. Und wie gesagt, mal gucken, ob wir die Zeit von unserem ersten Let's Play-Spielstand überbieten. Bin ich mal gespannt. Also, ich werde auf jeden Fall wieder genauso viel leveln. Zwischenzeitlich. Und guckt euch das mal an. Alles öde und leer am Amazonas. Und Leute, das ist die Original-Weltkarte, wenn ihr es so wollt. Wir schauen jetzt erstmal, was hier unten ist. Oh, hier ist eine Seele. Was macht diese Seele denn? Willkommen beim Magier. Beim Magier wollen wir aber nichts holen. Weil wir wollen ja, wie immer, komplett auf unsere Zauber verzichten. Die ich einfach unnötig finde. So, und hier müssen wir hin. Das sieht ja schon so verdächtig aus, als dass wir hin müssen. Lumina. Komm her. Komm her. Jetzt. Foxy, komm doch etwas näher. Ich warte seit langem auf dich. So, da müssen wir reinkrabbeln. Und sind jetzt in einer Höhle. Und hier können wir gar nichts machen, außer speichern. Das lassen wir jetzt aber mal. Wir haben ja eben erst gespeichert. So, liebe Freunde. Wow, eine Höhle. Wenn dieser Baum ein Mensch war, sind diese Gänge seine Adern. Ja. Und da seht ihr es schon. Dass unser Stab jetzt auch eine andere Farbe hat, ne? Vorher war es ja blau. So. Und die Dinger hier, die können wir einfach hochheben. Fox erhält Gegengift. Ja. Und die Gegner hier sollten wir so gut wie alle töten erstmal. Und wir kriegen jetzt auch ein bisschen mehr Geld. Das ist cool. Hier können wir gar nichts machen. Da fallen wir einfach runter. Didin. Didin.
Komm, stirb mal. Dankeschön. Und immer wieder Geld sammeln. Geld ist ganz wichtig. Davon habe ich schon reichlich. Wird eine Wunderknolle oder eine Heilknolle sein. So. Ich habe echt das Gefühl... Ne, hier können wir nicht durch. La da da. Da können wir nur später durch. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Dann gehen wir mal nach links. So, was haben wir hier? Coxel 42 Taler. So. Autschi. So. Und die Dinger hier. Auf die müssen wir aufpassen. Boah. Vor allem auf die, die da schießen. So. Die kann ich nicht einfach töten hier. Seht ihr ja schon. Aber ja, davon habe ich schon reichlich. Okay. Und die können wir nur töten, wenn sie offen sind. Oder? Nee, doch nicht. Die Fische sind halt nervig, ne? Davon habe ich schon reichlich, ist okay. So, die Fische können halt echt nervig werden. Aber die sind recht schnell besiegt, davon abgesehen. So. Die Dinger hier, die können wir eigentlich alle wegmachen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Wir müssen, können die auf jeden Fall rausreißen. So, du bist down. Und, du bist gleich down. Und wie gesagt, erstmal hier am besten alle Gegner immer mal töten. Ja, davon habe ich schon reichlich, okay. Alle Gegner immer am besten mal töten. Damit wir, auf jeden Fall... Und da haben wir eine Seele, guck mal da. Die Pflanzen entstanden aus einem einzigen Baum und brauchten Zeit. Doch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen. Durch die Rettung des Sonnenbaums soll die Welt wieder erblühen. Und wir wurden aufgefüllt. So, zack und zack und zack. Und du auch noch. Sehr schön. Schwimmen können wir noch nicht. Muss man ja dazu sagen. So. Die Steine hier können wir aufheben. Ja. Na komm raus. Na komm raus. Fick dich. Komm raus. Sehr schön. So. Jetzt können wir nämlich auf dieser Seite hier runter. Sehr schön. Und da waren wir ja schon. Wie ihr seht, davon habe ich schon reichlich. Okay. Du scheinst von allem reichlich zu haben. Ups, ins Wasser gefallen. So, da haben wir noch ein Gegengift, ne? Und die Dinge, die können wir einfach rausreißen und gegen andere Gegner werfen. Bringt echt viel, Sachen gegen Gegner zu werfen. Also, darf man nicht unterschätzen. La da da. Stirb, stirb. Stirb, habe ich gesagt. Oh, ich freue mich schon auf Su, Leute. Vielleicht spiele ich auch heute noch bis Su. Ba, 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 da. So. Oh, du bist entdeckt. Ja, das bedeutet... dass ich jetzt auf jeden Fall erstmal... Ah, wir sind vergiftet, ne? Wir sind vergiftet, Leute. Wir sind vergiftet. Dann erstmal... ein Gegengift phrasen. Ja. Vergiftung ist geheilt. Sehr schön. So. Na komm. Autschi. Na komm. Irgendwie ist Gift immer lila. Ist euch das mal aufgefallen? Oh, komm schon. Komisches Viech. So. Okay. Stirb. Sehr schön. So, weg damit. Weg damit. Und auf hier rein. Und auf die Uhr schauen. So, was haben wir hier? Noch ein Gegengift. Fick dich. Okay. Sehr schön. Du bist down.
und immer schön weiter Geld snacken. Hallo? Okay, eine Wunderknolle. Ein Vitalelixier. Die Wunderknolle können wir übrigens mal kurz futtern. Dann sind wir zumindest mal wieder aufgefüllt. Sehr schön. So, es wird mal echt Zeit für ein Level-Up, Leute. Kaum gesagt, ne? Level 8 erreicht. KP steigt um 7. Stärke steigt um 1. Glück steigt um 1. Sehr schön. Und unser Charme ist gleich geblieben. So. Da-da-da-da. So, komm, kritten wir mal ein bisschen. Nein. Weg damit. Und weg damit. Dann schieben wir diesen Stein einfach mal zur Seite. Und so langsam müsste doch mal ein Item kommen. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Da bin ich wirklich einfach nur auf den Knopf gekommen. So, da war auch noch ein Gegner. Komm, den töten wir auch mal eben. Das sind alles unsere Erfahrungspunkte, die wir hier sammeln. Das heißt aber nicht, dass ich absaufen will. So, sehr schön. Folge mir. Ja, so nicht. So. So schon eher. Die Seele ist hier rein. Und hier lassen wir uns einfach runterfallen. Yeah. Oh, blaues Wasser. Aha. Huch, und eine Blume. Danke für meine Rettung. Die Oberfläche ist verödet, aber in der Tiefe entsteht neues Leben. Dieses Blatt kannst du als Flosse benutzen. Welches Blatt denn? Das da? Foxy erhält Riesenblätter. Nice. Nicey, nicey. So. Du kannst nicht schwimmen? Was geht dich das an? In meiner Heimat war das eben nicht nötig. Fluffy, sei gefälligst bitte etwas sensibler. Ich würde es so sagen. Mit dir wird es niemals langweilig. Macht sich Fluffy über uns lustig, weil wir nicht schwimmen können. Aber jetzt können wir ja schwimmen. Hüte dich vor giftigem Gas, wenn du die Höhle des Molochs betrittst. Ja, dafür brauchen wir auch noch was. So, aber wir holen uns auf jeden Fall mal diesen Kristall hier. So, und das war's dann hier auch schon. Soweit ich weiß, ist hier sonst nichts mehr zu holen. La 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 la. Oh, und jetzt geht der ewig lange Weg nach oben los. Und sobald wir oben sind, kann ich diese Folge auch schon wieder beenden. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was ich vielleicht noch besser machen kann, ist es natürlich immer wieder schön. Konstruktive Kritik ist natürlich auch sehr gerne gesehen. Kritik kann ja auch was Positives sein. Also, es gibt ja auch positive Kritik, ne? Darüber können wir ja mal im nächsten Part sprechen. Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Nightfox.